Ja, dann habe ich mir jetzt nochmal aus Mike seinem Regal ein paar CDs rausgesucht, die ich persönlich extrem gefeiert habe und wo ich jetzt seine Meinung nochmal dazu hören will. Das erste wäre Gurus Jazzmatazz. Ja, Guru Erinnerst du dich natürlich. daran Nee, noch? das erinnere mich nicht, aber Guru natürlich von Gangster. Ja, Genau, krass. Ja. ja. Primo hat die ganzen Beats gemacht, oder? Bei Gangster ja, bei Jazzmatazz hat es Das weiß dann ich gar nicht. Ich könnte jetzt Guru auch. selber gemacht. Okay. Beim ersten zumindest. Und das war halt komplett so experimentell, wo er nur noch auf Jazz gegangen ist und über Okay. Jazzbeats Nee, gerappt das hat. Album sagt mir jetzt so auch überhaupt nichts mehr. Also, das ist Nee. echt. Ah, das ist ein krasses Album, feiere ich sehr. Genau, das habe ich einmal. Dann das hier, Brand Nubian in God We Das Trust. habe ich auch nicht sehr gefeiert, ne? Habe ich auch nicht Nee? aufgehört, Okay, krass. Ja, keine Ahnung. Also ich feiere Brand Nubian mittlerweile. Es hat ein bisschen gedauert, aber vor allem wegen Lord Jamar. Wer den nicht kennt, googelt einfach mal oder YouTube Lord Jamar Interview. Dann wisst ihr, was ich meine. Da werdet ihr ein paar coole Sachen finden und das war halt seine Gruppe. NERD in Search of ne? Neptunes. Neptunes, genau. Mit Und halt, ja. Pharrell überhaupt beatmäßig, ne, was der gemacht hat. Auch auf dem Level eigentlich von Dre und Damals Grindin, Kanye. ich weiß, wo Grindin rauskam. Das war so irre, Mann. Ey, das war echt, Ja. das war so revolutionär damals. Das hast du damals Wirklich. echt noch nicht gehört, ey. Das war echt, da sind alle ausgeflippt, Mann. Was Das ist glaube das? ich dir. Weil es war nicht wirklich ein Beat irgendwie, Nee, so, ne? ne? Es Es war war. nicht, aber trotzdem war Ja. das, boah, Alter, das war so Ja. Bombe. Ich habe von Pusha T war ja dabei Clips Ja, dabei. genau, Pusha T, Alter, der ist so geil, den feiere ich Ja. heute auch noch richtig, der hat so einen geilen Flow. Und ich glaube mich zu erinnern, dass der in dem Interview gesagt hat, dass er ewig gebraucht hat, auf diesen Beat Glaube ich, reinzukommen, weil er nicht mal, gefunden hat, wo er ja. hin Ja, klar, muss. es war auch, du wusstest, niemand wusste, was das ist, so Ja. eine Art, und trotzdem war das. Ja, also Grindin von Clips sollten Ja, wir euch mal Grindin, anhören, das war Mann. echt seiner Zeit Brutaler voraus, Song. auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich hier noch, ich weiß nicht, ob wir schon über die Game geredet haben, Documentary. Nee, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht? Nö. Ja, Game. Und was war? Dr. Dre Beats, ne? Also, Wieder Dr. wow. Dre und ey, tut das Ding in CD-Player und der erste Song kommt und es knallt Lass so es hart laufen. Und rein, dann lass es Alter. einfach laufen, was Genau, und dann lass da. durchlaufen. Auch voll die Hits drauf. Hate it or love it, how we do. Und West Side Story, wenn das anfängt, boah. Aber das klasse Game, was man so gehört hat, im Nachhinein ist er nicht so ganz dankbar, was Dr. Dre und Eminem so für ihn getan haben, oder so? Echt? Ja, hab ich mal Weiß ich gar sowas nicht. gehört, doch. So, die haben dann Beef bekommen. Ja, okay, Weiß ich krass. nicht wieso, aber ja. Das ist einfach, ja, was für ein Album, Alter. Vielleicht, weil die sich mehr auf die Seite von 50 gestellt haben, Ja. als der ganze Beef war mit zwischen Ja, den aber diese beiden. Beefs, das ist einfach. Ja. Aber die beiden haben sich, glaube ich, auch mittlerweile vertragen. Keine Game und Ahnung, 50, das ich glaube weiß ich schon. nicht. Dann habe ich hier noch einen, ja, das ist die letzte CD, die ich gefunden habe, DMX. Auch sein bestes Album fast, wir müssen fast Ja. das erste, das ist einfach, ja. It's dark and hell is hot. Heftig. Ja. Brutales Ding, wirklich. Und DMX allgemein. Also DMX meiner Meinung nach war immer so der Tupac nach Tupac. Also der war so ein Superstar und wurde auch gefeiert für seine Messages und für seine Energie. Und ja, man, schade, was aus ihm geworden ist. Zu viel Drogen. Ja, kann man so Ist sagen. leider echt so. Ja. Und deswegen, viele fragen mich immer, ja, was denkst du, wo Tupac heute wäre und wenn Tupac alive wäre, was wäre dann? Es kann auch sein, dass Tupac zu DMX geworden wäre. Also wir wissen es einfach nicht. Weiß man nicht, ne? Na, Kannst deshalb, du nur. der ist halt genau gestorben, als ihn die ganze Welt gefeiert hat zu Tode. Stellt euch mal vor, Lil Wayne wäre vor 5 Jahren gestorben. Da würde auch jeder Ja, sagen, das ist klar. der größte Was ever. hältst du von den Gerüchten, dass Tupac noch leben soll? In Bullshit. Kuba abgesetzt? Bullshit. Warum hätte er das machen sollen? Keine Warum? Ahnung, weiß ich Und als wäre er nie zurückgekommen, nicht. weißt du? Ja. Dann lebt er dafür immer in Ja, Kuba. ab und zu tauchen immer so Fotos auf, wo jemand Tupac eh nicht sieht, weißt du, Ja. und dann denkst du, hey, er ist doch noch da, weißt du. Aber die Leute springen drauf an immer wieder. Das ist auch mal Total, krass. Das ist das wie mit wundert mich Elvis, wie immer. mit Elvis. Das ist auch Ja. so. Naja. Boah, wie alt wäre denn Elvis mittlerweile? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mythos. Die Mythen dann. Ja. Ja. So, in dem Sinne, ja. Kommentiert sonst noch eure Lieblingsrapper, die jetzt hier noch gefehlt haben. Und ich glaube, die sind hier bestimmt auch noch irgendwo versteckt. Weil Mit hier, ja, Sicherheit. ich muss hier noch umdrehen, da sind auch noch etliche und es sind so viele. Ja, so Outkast habe ich hier schon überall Ja, klar, gesehen. Outkast, oh, ODB. ja. Genau, denn noch. Ja, also hier ist wirklich alles vertreten. Ich Busta Rhymes bin natürlich, Zeuge. Snoop Dogg. Ja. Die muss man auch noch nennen. Ach, man muss so viele eigentlich noch nennen, ne? Eben.
Und irgendwie die Auswahl an Rappern, habe ich davor schon gesagt, früher waren irgendwie viel mehr Rapper am Start so als heute. Oder bin ich einfach noch nicht mehr so in der Szene aktiv? Ich glaube, fast so ist es. Also bei mir ist es nämlich auch so. Bei der neuen Generation, von den ganz, ganz Jungen, komme ich auch nicht mehr wirklich hinterher. Ja, aber gibt es wirklich noch so viele Rapper so? Es gibt auf jeden Fall so viele Rapper. Aber die meisten sind so... Bekommt ihr auch so den Status so in der Art so? Machen die wirklich so viele gute Sachen? Nee. Oder sind es nur One-Hit-Wonder, wenn überhaupt? Das finde ich viel. Das könntet ihr auch mal kommentieren, ob ihr das auch so seht. Ich habe das Gefühl, die ganzen neuen Rapper, die haben immer einen Hit. So wie Designer mit Panda. Weißt du, ist ja da. Richtig. Aber der liefert ja kein Illmatic ab. Ja. Richtig, ja genau. Richtig, genau. Klar, aber ja. Ja. Ich habe hier noch eins gefunden, habe ich jetzt nicht gewusst, ist auch eine gebrannte CD. Talib Kweli und Hightech. Ja, Talib, ja. Also Talib Kweli und auch Mos Def zusammen, genau, Blackstar. Klar. Brutal. Also alles, was so in Richtung Storytelling, East Coast Rap-Szene geht, das habe ich gefressen, das 10 Jahre lang. Hast du Slick Rick auch gehört? Bisschen zu früh. Bisschen vor meiner Zeit. Also Slick Rick habe ich nicht gehört, höre ich aber immer viel Gutes leider. Ich damals immer gerne gehabt habe, die habe ich auch mehr wegen Cover gekauft. Immer Luke, kennst du Luke? Der hat immer sehr sexistische Covers, sexistische Lieder. Und da waren halt die Frauen immer halb nackt drauf, ne, überall. Ach, Cover. Was? Und da kauft man sich halt alleine schon wegen dem Cover, habe ich mir das gekauft. Aber die Musik, es waren ein paar Lieder dabei, die haben mich auch sehr geflasht, die hatten Energie. Also du musst nicht auf die Rap-Lyrics hören, weil die sind echt wirklich voll von Arsch, aber... Okay, also ich lese euch mal Track Nummer 5. Pussy-Ass-Kid and Ho-Ass-Play. Richtig, das war halt die Haupt... Head and more head. Yeah. One black and a bunch of dirty white boys. Boah, geil, da habe ich jetzt voll Bock, das zu hören, Mann. Wirklich, ja, das ist... Trotzdem, man hat sich echt auch mal anhören können. Ja, das ist ein krasser Kontrast zu Talib Kweli. Auf jeden Fall, das ist wirklich zwei verschiedene Welten. Ja, krass. Ansonsten haben wir jetzt noch Raekwon haben wir nicht genannt. Ja, okay, Raekwon ist ja zu den Wu-Tang-Members, ne? Genau. Auch Inspector Deck, Chizza und wie sie nicht alle heißen, wo dabei waren. Ja. Dann haben wir da unten noch so Snoop. Ja, Gangster hast du da unten. Tribe Called Quest war fett, ja. Onyx finde ich auch noch gut. Mhm. Onyx waren letztens in Hamburg, habe ich gehört. Die sind echt bestimmt noch unterwegs. Ja, die sind noch unterwegs. Mit Sticky Fingers und Fredro Star, ja. Was? Echt? Ja. Das habe ich nicht geglaubt. Ja. Das ist krass. Nee, die sind voll noch am Start. Onyx das und wer noch? Noch irgendeine Rap-Crew. Habe ich jetzt vergessen, die touren auch immer. Also Onyx tut auf jeden Fall, das weiß ich. Also krass. Ja. Das ist krass. Kennst du den Film Sunset Park mit Fedro Starr? Den Basketballfilm? Nee. Der ist ganz schön underground. Den müsste ich da mal gehen. Das ist ein cooler Spieler in der Highschool. Ja. Mit so einem Team und eine weiße Lehrerin wird auf einmal der Head Coach. So. Echt? Ja, das ist ein cooler Film. Nee. Den habe ich sehr gefeiert. Weil vor allem Fedro Starr dabei war und das Soundtrack war gut. Ja. Fredro Starr war auch in Save the Last Dance. Hast du den gesehen? Nee. Das ist so ein bisschen Schnulzenfilm. Ja, so ein Girlie. Hey, was machst du? So ein Girlie-Film. Tja. Das ist so ein bisschen Girlie-Film, aber das ist... Ja, so hört sich jetzt an. Ja, aber der spielt da eine geile Rolle. Also okay. die Beziehung zwischen den Jungs ist eigentlich wichtiger als die Love-Story. Okay. Ja. Aber ich glaube, damit haben wir Ghostface Killah natürlich auch von Wu-Tang. Ja, auch von Wu-Tang, logisch. Der hat viele geile Sachen gemacht. Ja, absolut. Wu-Tang allgemein, ja. Wu-Tang, so abstrakt und kreativ, alle. Echt cool. Ja, RZA mit seinen Beats und sowas, der so gesampelt hat, auch so eine Zeit voraus damals. Ja, du musst dich das einfach mal trauen, irgendwie in den 90ern so zum neuen eine Crew zu gründen. Viele denken sich dann damals so, nee, was ist das? Ja, und so neun hängen gebliebene Nerds auf Kung Fu mit Wu-Tang und 36 Chambers und die haben das durchgezogen, Alter. Und heutzutage wird was Neues kommen, ich wüsste nicht, wie wird sich das anhören soll, weißt du, das wäre, nicht. Kann man noch nicht wissen, kann man nicht wissen, aber nicht wissen. Kommt mal wieder sowas Neues, sowas richtig Neues, und muss ich denken, nee, es ist keine Musik, aber boah, ist das fett, so eine Art, weißt du? Ja. So wie Grindin zum Beispiel. Schwierig, ja. Weil irgendwie war schon alles da, ne? Du kannst nur noch mixen und die meisten neuen Rapper, die verwenden alte Sachen, alte Beat-Sample, die, klar, dass sich's neu anhört und dann denkt man sich, okay, fett, war noch nie da, aber dabei war es schon mal da, es ist nur neu aufgelegt und neu verarbeitet. Wie auch mit vielen Rhymes, ne? Wie viele Rhymes werden heutzutage nochmal verwendet?
Ja gut, aber das ist dann meistens einfach um ein bisschen Hommage ja, an bestimmte ist, ja, Rapper klar, zu geben. Ja. Deshalb ist. Also hat Jay-Z ja auch gemacht. In jedem Album findest du ja so und so viel Biggie-Lines. Ja. Einfach nur aus Respekt. Ja, was ich auch sehr gefeiert habe immer wieder, weil es so viel Energie hatte, James Brown. Also James Brown hat echt viel gegeben, ja. Boah, da habe ich nie die Connection wirklich gefunden. Doch, die habe ich echt. Also auch James Brown, Michael Jackson. Ich habe noch nie wirklich ein Michael Jackson-Album gehört. Naja, Michael oder Jackson James mega. Brown. James Brown, der hatte schon so. Da bin ich schon drauf abgegangen. Ja, also was man bei ihm wirklich feiern muss, ist seine Disziplin und wie hart er gearbeitet hat. Ich glaube, der war halt echt einer der härtesten Arbeiter überhaupt. Aber zu den Frauen soll nicht ganz so cool gewesen sein, was man da so hört. Ne? Das ja, ist so eine andere Geschichte. Ja. Allgemein ist scheiße immer in so einer Zeit. Da gab es viel Drogen, da gab es viel Gewalt gegen Frauen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt vorzeigehaft. Oh, was noch wichtig ist, finde ich, Slick the Shaka, also von Master P, No Limit und so. No Limit Soldiers. Ach, okay. Nie wirklich gehört. Das ist auch ich kenne natürlich Master P. Different Sound natürlich. Also. Mhm. Aber ich hab's doch sehr gefeiert, auch vor allem Master P. Master P war ja auch in der NBA bei den Raptors, weißt du das? Ja, in der Preseason, ne? Da war es nur Preseason? Ja, es war nur Preseason. Ach so, okay. Ja. Das aber er hat da immer in ein Spiel gezockt. Und er hat DeMar DeRozan hat er trainiert. Ja. Hast du gewusst? Ja. Ich hab letztens ein Video gesehen dazu. Ja, ihn und sein. Noch jemand, ja. Ja, und Lil Romeo, sein Sohn. Ja, die waren okay. Ja beide auf der gleichen Highschool. Okay, das ist aber auch krass. Ja. Schau mal, der sieht sich aus wie Tiger. Ich dachte erst, das wäre Tiger. Ja. Oh, den vielleicht noch? David Banner? Kennst du David Banner? Klar, David Banner. Der hat auch ein paar krasse Beats gemacht. Ja. Von dem hört man auch nichts mehr. Irgendwas habe ich neulich sogar von ihm gehört. Was war denn das? Interview ich mal. Also der ist noch im Geschäft auf jeden Fall. Okay. Der ist nicht vollkommen abgesagt. Ich glaube, du kannst die Hälfte nicht verwenden, weil sie immer drüber redet. Naja. Aber David Banner, krasser Typ. Und sollte ich jetzt Rapper vergessen haben, dann einfach kommentieren, wer fehlt hier noch wirklich wichtig ist in der Liste. Dann lasse ich ein Like da dafür. Und ja, vielen Dank an Corby Björn für seine fachmännische Analyse hier noch dazu. Und ja, verschiedene Jahrgänge noch dazu, wisst ihr selber. Aber ja, einfach Feedback geben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike und Corby Björn. Diesmal war es voll on point, Alter. Diesmal haben wir es gepackt. Ja, hier.